Hallo und herzlich willkommen zurück zu Stoneheart. So. Wo waren wir? Hier wird geerntet. Das ist gut fürs Daily Update Zeugs. Wie sieht es aus mit der Hütte? Die Hütte ist fertig. Oh, nice. Oh, nice. Haben wir jetzt den Weaver Workshop hier drin? Das blöde kleine Ding. Ja, haben wir. Nice. Nice, nice, nice. Genau. Ich muss noch eben zuweisen, bevor ich es vergesse. Also, du bist dem Weaver sein Bett. Du bist dem Mason sein Bett. Mason, 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 Mason. Habe ich hier ausgesucht? Wahrscheinlich schon, aber man sieht es halt nicht. Ist ein bisschen blöd. Du bist der Potter. Ja. Und du bist der Herbalist. Okay. Gibt es eine Trapperhütte? Viva Pottery Mason. Nein. Oh, nice. Jemand Gutes, bitte! Attributes? Nein. Ach, da oben. Mind 4, Spirit 6. Ist nicht der Klügste, aber auch nicht der Schlechteste. Haben wir denn noch gerade Jobs, die wir verteilen können? Nicht wirklich, ne? Ich glaube, wir machen jetzt mal den Trapper zum Dingens und dann machen wir den zum Trapper. Klingt gut. Okay. Das steht ja soweit. Madame. Bist du eine Madame? Ich glaube schon. Wo ne, sie... sie hat Zwang... Ah, ist egal. Ist egal. Hohner Daumen, hip oder hopp. Ist mir jetzt wurscht. Wir brauchen einen Koch. Change, Job, Koch, bumm. Den machen wir direkt als nächstes. Und dann machen wir eine Dining Hall und so weiter. Nein. Ja, 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 ja. Mr. Trapper. Mhm. Und du wirst dann zum Trapper. Renne, renne, renne. Sehr schön. Okay. Okay, prima. Dann, du musst dich echt dringend mal ausruhen. Habe ich jetzt endlich mal die blöden Dinger gebaut? Ich hoffe doch. So, wir haben ein Ding jetzt. Wir haben einen Koch. Der Koch muss direkt mal seinen Kochtopf hinballern. Flip. Und flip. Und du bist Ofen noch im Spätter. Okay, also. Kornmehl. Korn bauen wir gerade an, ne? Ja, das dauert noch ein bisschen. Cool. So. Können wir dann direkt dem Essensmenschen sein Haus bauen? Gibt es überhaupt Communal Kitchen? Cool. Ah, ja, mit Essensdingsbums dabei. Das gefällt mir. Oh ja, guck mal. Das ist doch hübsch. Bisschen klein, aber trotzdem ganz hübsch. So, fragt sich nur, wohin damit? Das wäre, glaube ich, so ein Ding für, ich sag mal, in die Mitte. In die Mitte. Wobei, ich muss, glaube ich, erst dahin mal, damit ich weiß, wo meine Grenze ist. Ja. Haben wir irgendwas Kleines? Mason's Workshop haben wir schon. Pottery Weaver haben wir. Mason. Blablabla. Haben wir. Forge. Die ist. Die muss so gebaut werden. Würde das passen? So wird es passen, ja. Ja. Ist gekauft. Nope, nope. Okay. Ach ja, apropos. Ah ne, du müsstest dich dafür hinstellen. Gut, baut die erstmal und ich kümmere mich um den Rest. Weaver. Weaver hat gearbeitet. Ich glaube schon. Mach den Teppich. Er kann jetzt arbeiten, ne? Hier. Ja, ja.
Okay, Leder. Oh ja. Wir ernten, dann können wir den Herbalisten direkt wieder losschicken zum Bandagen basteln. Ja. So, du arbeitest, alles gut. Jo. Der Koch soll direkt mal kochen. Wo ist denn das hier? Das Birdbath, was war das noch gleich gewesen? Der Schmied war es gewesen, ne? So. Sieht hübsch aus. Kann ich hier vorne noch ein Regal stellen? Oder sieht das doof aus? Gar nicht so doof, glaube ich. Okay, so, was haben wir denn? Was können wir denn? Eier haben wir nicht. Wir haben Golden Gourd Curry. Vegetable Stew Tangerine. Meat. Meat ist gut. Und Curry. Klingt sehr gut. Das heißt, es wird die Stimmung insgesamt im Dorf auch wieder sehr viel weiter erhöhen. Oh, stimmt. Wir könnten eigentlich, könnten wir das mal so machen. Und zwar hier mal so 5. Gib in Inventory 5. Was machst du davon jetzt? Hier, Maintain 5. Hier auch, Maintain, sagen wir mal 10. Damit immer alles weggecraftet wird. Und danach kannst du hiervon nochmal 5 maintainen. Oder 10. 10. Ja, das klingt gut. So. Hier wird aufgeräumt. Sehr gut. Wie viele Bauarbeiter haben wir jetzt noch? Also Baubild, 4 Menschen, die bilden können. Okay. Das ist nicht so ganz. Oh Gott, irgendwie ist er echt nicht gerade der hellste. Die. Sie? Sind sie? Sie? Ich glaube schon. Und echt auch nicht stark und auch nicht strong. Also die ist echt schwierig. Kann man die nicht irgendwie verbessern? Ich glaube nicht, ne? Zum Training schicken oder so? Tja, so ist es halt. Es gibt immer so ein paar Leute, die halt ihr Leben lang Arbeiter bleiben. Level 4, Potter. Yes, yes, yes. Farmer. Farmer ist immer gut, weil er hat echt teure Sachen. Was können wir verkaufen? Das Essen. Wunderbar. Yay. Hier waren 10 Stück auf jeden Fall, auch wenn die nichts wert sind eigentlich. Ganz viel Gold. Ui. Also nein, 4. Das ist jetzt nicht so viel, aber schon mal ganz gut. Will ich irgendwas Wichtiges kaufen? Eigentlich ist alles gut. Eigentlich ja. Oh. Ein Basilisk. Das klingt fix. Könnten wir... Hallo? Was mache ich da? Quatsch. Bitte mal. Ich kann da eigentlich mal. Nee. Nice! Direkt der nächste. 1-3-1. Das wird ja immer schlimmer. Ich bin ja immer schlechter. What the fuck? Oh, hey.
Mach ihn fertig! Wow. Sehr schön. Kannst du dich mal erholen gehen langsam? Okay, hast dich jetzt mehr erholt. Ah. Die machen mir Sorgen. So, jetzt baut man hier zu Ende. Wen habe ich jetzt hier gebaut? Oh Gott. Ach ja, den Schmied. Stimmt, alles gut. Ja, ja, ja. So, es hat unsere Stimmung jetzt inzwischen einiges gehoben sein. Ja, guck mal, er ist glücklich. Hier sind noch zwei sehr traurig. Der Koch ist, warum bist du traurig? Ach so, wegen Angst? Ja, du musst auch dein eigenes Essen essen, du Nase. Guck, es wird schon besser. Sehr gut. Hier, warum bist du traurig? Oh Gott. Du bist... Ach, der Footman, natürlich. Ja, ja, dann geh dich halt heilen lassen, mein Gott. Okay, gut. Alles wieder in Ordnung hier. So, dann brauchen wir jetzt bald... Ach ja, stimmt. Hier sollte eigentlich... Wen haben wir hier? Den Herbalisten, ne? Nein. Pflänzchen und Tonics. Ach, jetzt steht da oben wieder einer. Nein. Schön. 12 Leute und 3 davon, die man nicht gebrauchen kann für Jobs. Oh Gott. Ah. Steine. Wir können mal ein paar Steine loswerden. Vielleicht. Was wollen wir denn? Ein paar Kisten. Da passt so schön viel rein. Und keine Ahnung, die dekorativen Dinger, vielleicht sind die ja ganz viel wert. Oh, 10 Stück davon. Ein bisschen Licht. Oh, was haben wir hier? Padded Vest und Upgraded Worker Outfit. Die brauche ich jetzt nicht unbedingt. Kannst du denn irgendwas gebrauchen? Von mir? Eher nicht. Gut. Ach ja, hier. Da waren wir. Trading Post und dann sounds good. Dankeschön. Und okay. So. Jetzt haben wir die Quest für unser Township. Fast vergessen. Und ja, Trading Post. Net Worth 6000 und halt den Trading Post Monument. Ein Wolf. 2 Wölfe. Wuff, wuff. Day Update. Nice. Okay. Okay. Unsere Stadt blüht. Komm, bitte, 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 bitte. Ja, schon besser. Mind 4 ist okay. Damit können wir arbeiten. Okay. Hat viel Hunger. Ist okay. Ja, da oben kann ich euch, wie gesagt, nicht helfen. Ah, nun denn. Gut, jetzt tut er mal hier ein bisschen besser arbeiten, schneller arbeiten, ja? Freunde der Sonne. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall noch ein drittes Worker-Outfit. Aber mal noch 2 weitere. Was fehlt hier? Was fehlt hier? Ist doch alles gut. Habe ich verpasst? So, es fehlte, glaube ich, ein Leder. Okay. Kommt schon, Freunde. Nur das Dach. Ihr habt es gleich geschafft. Nur noch das Dach. Come on. Come on. Ja. Nein.
Nicht jeder einen Stein. Ach, Leute. Effizientes Bau, das ist nicht so ganz der Ding. Oh Gott. Wie schaut es nun aus mit meinem... Ah ja, gut. Das hat sich natürlich jetzt vervielfältigt auf jeden Fall mit dem Koch. Was sehr, sehr gut ist. Dropper Level 2. Sehr schön. Tägliche Ernte nicht vergessen. Tun die eigentlich als Dingens gelten? Die... Wo ist denn hier Essen? Da. Du bist Prickly Pear Basket. Bist du ein Gemüse? Kann ich dich zu Stu verarbeiten? Geht das? Was steht denn hier? Raw Vegetable. Ich glaube nicht, dass es ein Vegetable ist. Was ist denn... Okay. Okay. Ja, ja, ja. Ja. Na gut. Vielleicht brauchst du noch erstmal nicht mehr ernten. Dann haben wir sie einfach nur als hübsches Objekt hier rumstehen. Das ist auch okay. Flip. Gut, nach der Hütte kommt dann das Essenshallen-Dingsbums für den Koch. Fancy, oh nein, Goblin with a fancy hat Break us into town. Na toll. Okay, das heißt, wir haben unser erstes Camp, was wir kämpfen müssen. Das ist schwierig. Ja, nein. No, no, no. Eher. Oh, oh Gott, auch noch so nah. Das ist natürlich ganz toll. Das heißt, wir müssen bald mal die Brute Force hier erweitern. Was ist? Trader? 13... Oh, Iron Mail. 13 Clay Oil Lamps. Das nehme ich. Ja. Clay Oil Lamps. Clay Oil Lamps. 13. Brauch mehr Clay. Und das besorge ich mir wo? Oh Gott, ich weiß es nicht. Macht da so einen Krach draußen. Hier, gibt es hier drin überhaupt noch Clay? Ich glaube, das ist ja alles Stein. Ich könnte hier noch erweitern, dann, obwohl... ist nicht so hübsch. Ich könnte aber hier nicht reinbauen. Könnte ich auch machen, weil hier gibt es nämlich Clay. Aber sehr nah an dem Camp dran, leider. Camp Granada. Die haben ein Schaf? Warum haben die ein Schaf? Okay. Nun gut. Oh, das Ding ist fertig. Das ist perfekt. Dann können wir nämlich jetzt hoffentlich dann erstmal uns ein bisschen ausrüsten. Ich würde dann sogar hier einen von unseren neuen mit ins Gefecht nehmen. Oh Gott, das ist so... Scheiße. Tja. Steht gar nicht mehr drin, wie viel HP das Ding allgemein hat. Oh. Miese Brise irgendwie. Aber dich muss ich irgendwie zum Footman machen. Leider. Dafür brauche ich ein Dingens, oder? Carpenter. Shit. Oh, ich kann. Kann ich einen Bogen bauen? Oder ein. Das braucht noch ein bisschen, ja. Okay. Hi Tyron. Was bist denn du für einer? Oh, ein Body 6 und Spirit nur 1, aber du wärst gut. Okay. Du kannst eh nicht so viel tragen, bist aber recht fix. Das heißt, du bist ein potenzieller. Ja. Oh, wir müssen auch dringend unseren
Safety-Bunker umbauen. Nämlich diese Flagge kommt dann bitte einmal... Hallo? Diese Flagge kommt bitte einmal hier hin. Danke. Die Goblins halten zum Glück nicht so viel aus. Wo will er hin? Was macht denn? Oh. Das war nur eine Ablenkung. Komm schon. Go. Shit. Okay. Wir brauchen dringend Holz für den Schmied. Noch mehr? Ah, nee. Okay, gut. Du musst Bronze machen, ganz dringend. Und zwar zwei. Oh, Kacke, wir haben kein Holz. Ah, das Holz. Mm-hmm. Oh, Herr Jemine, das wird echt langsam uncool. Ich brauche Unterstützung, bitte. Bitte, bitte, bitte. Oh Mann. Was kann der Schmied sonst noch so machen? Um irgendwie zu leveln. Gerade irgendwie gar nichts. Mist. Shit. Ich brauche dringend, dringend Holz. Gut, wir müssen Sachen bauen zum Verkaufen, eindeutig. In nicht der Potter, sondern der Mason-Mensch. Hat ich jetzt geguckt, wie viel die wert waren? Habe ich nicht. Ich glaube, du bist doch recht viel wert. Ich glaube, 10 oder so waren die wert. Gucken wir mal. Gut, die Schmiede steht. Der Amboss noch nicht. Den können wir noch nicht bauen. Amboss. Ein Ingot. Halt einen Zinn. Und dann du. Gut. Dann weisen wir den Schmied noch zu. Schmied. So. Gut, okay. 14 Halflings haben wir. 1, 2, 3, 4, 5 Betten zugewiesen. Das ist natürlich... Gut, hier wird noch abgebaut hoffentlich. Ja, sehr viel Clay, perfekt. Und ganz viel Kupfer, gut. Das ist eine super Claymine hier, perfekt. So. Mhm. Schon wieder. Oh je. Sieht dein Leben aus? Immer noch sehr schlecht. Das ist schlecht. Warum heilst du dich denn nicht? Verdammt. Oh, das ist nicht gut. Der Herbalist, wie schaut's bei dir? Hast du nichts mehr zum Heilen oder was? Oh, Kacke. Doch, wir haben genug zum Heilen. Oh, Gottchen. Komm schon, Herbalist, du musst es machen.
komm schon. Okay, der ist jetzt wieder weg. Pfiff. Und du musst jetzt dringend mal pausieren von allem. Bitte. Jetzt geh dich heilen, Junge. Kann ich ihm keinen Befehl geben oder so? Ah, move to location. Hier hin. Go. Lass dich endlich heilen. Wie wär's, ne? Ja? Nein? Das ist irgendwie ein bisschen schwierig. Upsa. Ganz viel Clay. Yay. So, wie sieht das mit unseren Öllampen? Haben wir die schon fertig? Fast. Gut, ich würde sagen, wir machen mal in der nächsten Folge, hoffentlich unser Food-Mensch nicht stirbt. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.